Hallo meine Freunde der geliebten Videospielunterhaltung. Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Nachdem es letzten Part ein bisschen träge war, weil ich das ganze nachts aufgenommen habe, gehen wir mal ein bisschen mehr ab. Naja, jedenfalls so viel mehr, wie es einem Kartenspiel halt möglich ist. Mit jemand anderem sprechen. Mal gucken. Wen haben wir hier noch? Ach, wir haben hier noch den Dorfbewohner. Swagger, es freut mich, dass du noch lebst. Wieso haben die diese Fortprobleme da mit diesen Leertasten? Hatten die keine oder was? Mann! Prinz Swagger, du bist ein Adliger, was? Ja, bin ich. Ich bin ein Adliger. Ein komisches Gefühl nach allem, was wir durchgemacht haben. Alles ist unwirklich. Deshalb duellieren wir uns weiter. Sonst verlieren wir noch den Verstand. Ich hoffe, es stört dich nicht, wenn wir dich wie immer behandeln. Komm schon, spielen wir. Okay. Sieg oder Niederlage, was anderes gibt's nicht oder sowas, hat er gesagt. Tanzender Elf, yay. Nö. Kein Bock auf den. Ich hoffe mal, der wird jetzt kein großes Problem. Wäre sonst ein bisschen blöd. Okay, ich leg mal Jirai Gumu verdeckt. Mal gucken. Bringt es was, gegen den zu kämpfen? Ich bin mir da gerade sehr unsicher. Wenn ich das mache, ist das ein Schwertrache oder ist das was anderes? Ich probiere es einfach mal. Soll's. Drachenstatue, ach so. Na ja, soll's. Hauptsache, das Duell ist schnell vorbei. Weil dieser Typ bringt mir rein gar nichts. Habe ich das Gefühl. Es sei denn, er spuckt gleich ein Donnermonster raus. Dann feiere ich den. Dann feiere ich den hart. Nawoll. Nawoll? Jawoll, meinte ich. Wenn ich jetzt damit angreife, dann mache ich damit 3400 Schaden. Okay, passt. Was habe ich mir eigentlich gedacht? Wieso überschätze ich den so? Naja. Haben wir halt ein paar Sternchips verdient. Schlüsselstab! Yay! Davon habe ich ja nicht schon 5 oder so. Zumindest 2 im Deck. Wow, ich habe einfach keine Chance gegen dich. Okay, mit jemand anderem sprechen. Mal gucken, wer noch kommt. Aha, es ist verdammt schwer in den Köln gekommen, wirklich mehr. Ne, mit dem Mien. Na gut. Halte ich zurück. Ich vergesse mal das danach zu lesen. Ja, okay, ich habe 3 davon, nicht 5. Tut mir leid, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich bin halt ein bisschen ausgerastet, ne? Passiert mal. Ja. Was für Karten hat der denn? Ich leg die mal. Einfach weil ich es kann. Sonne. Mal gucken. Er macht eine Fusion. Das ist gut für ihn. Greift er damit an? Er greift nicht damit an. Er ist intelligent. Zumindest intelligenter als gedacht. Ja, aber diese Karten sind alle samt nützlich. Ich könnte natürlich. Mache ich aber erstmal nicht. Schade. Wäre auch zu cool gewesen. Was macht er jetzt damit? Angreifen, okay. Doch schon mal was Positives. Jawohl. Wir haben's. Den flammenden Phönix, der uns jetzt rettet. Hoffentlich. Hoffentlich habe ich nicht die falschen Schutzsterne. Ja, zum Glück. Diese Schutzsterne, ne? Diese Schutzsterne, die machen mich immer verrückt.
Oh, das ist so süß. Hm. Freundschaft. Wieso heißt eine Karte Freundschaft? Da ist nur ein einzelner Elf drauf. Macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube nein. Uranus. Ich greife mal lieber damit an. Warum? Warum greife ich damit an? Ich machte diese Duells eigentlich auch nur, damit mein Menü da mit den Duellanten weiter gefüllt wird und ich mehr Karten verdienen kann. Obwohl ich gegen diese sowieso nie mehr antreten werde, weil die mir kaum gute Karten bringen. Es gibt einen Duellanten, den... Der Urabi? Was der Urabi nochmal? Du brauchst ein paar stärkere Karten, du brauchst... Ein ganzes Deck muss stärker werden. Gegen den haben wir auch nicht gekämpft, oder? Okay, ich hatte sich vieles verändert. Oh, ich habe neue Klick. Einmal los, mich zu duellieren. Ich handle nur noch mit Karten. Okay, dann geh weg. Hey, Yono. Nee, gegen dich hatte ich schon. Deswegen gehen wir jetzt wieder raus. Kann ich jetzt wenigstens mal speichern? Alles zerstören. Hier ist niemand. Nee. Wo kann ich denn speichern? Ich will speichern. Ah! Hey, lange nicht mehr gesehen. Wie du siehst, bin ich immer noch hier. Ja, traurig, aber wahr. Karten laden. Speichern. Speichern. Schreiben. Speichern, fertig. So, es gibt... Nein. Wieso haben die nicht mal Platz, Nein reinzuschreiben? Ich weiß, das heißt auf Englisch No, aber wieso dann einfach nur N? Egal. Hier, Pharaonenpalast, was haben wir denn da? Da waren wir noch nicht. Kanada. Hineingehen. Alles wurde zerstört. Wer bist du? Hier darf niemand herein. Raus! Verschwinde! Schaffe ich ein Duell? Mal schauen. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Ich würde dir eine Lektion erteilen, die du nie wieder vergisst. Na gut. So, Urabi war... Oh, der ist vom Angriff her nicht mal so schlecht. Trotzdem werde ich mich nicht weiter mit dem beschäftigen. Und was hat dieser Duellant so drauf? Ich bin mir gerade ziemlich unsicher und ich habe Angst. Die Angst wurde mir nicht direkt genommen. Die Musik ist auch anders. Und wenn Musik anders ist, dann heißt das, dass dieser Duellant gar nicht so schlecht sein kann. Ich fusioniere erst mit den Felsendrachen. Uranus, Verteidigungsmodus. So, das sollte mir ein bisschen Zeit verschaffen. Wenn er mich jetzt sofort zerstört, dann habe ich Angst. Okay, er zerstört mich nicht direkt. Was nun? Ich probier's. Es passt genau. Das ist so unfair. Scheiße, es war ein Fehler. Es war ein Riesenfehler. Nein! Nein, 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 das akzeptiere ich nicht. Ha, akzeptiere ich wirklich nicht. Es ist vorbei. Ich habe gewonnen. Oh, haha. Na, glücklicherweise habe ich noch den anderen Drachen da liegen. Siebenfarbiger Fisch. Mhm. So ist das also. Ein Regenbogenfisch. Ey, der Regenbogenfisch, das ist doch eine Zeichentrickserie von früher, oder nicht? Die war doch super süß.
Ich weiß nicht, wir legen mal die hier alle. Regenbogen. Ich hab Angst. Okay. Brauche ich aber nicht zu haben. Ich habe hier mit dem tausendjährigen Drachen den falschen Schutzstern gewählt, habe ich das Gefühl. So, ich gehe mal davon aus, dass diese Puppe, die Todespuppe, jetzt zerstört wird bei mir. Nee, wird sie nicht. Na gut. Dann nicht. Wenn ich es damit mache, dann reicht das auch, ne? Ja. Okay, Vogel des Glaubens, das war doch kein Duelland, der mir irgendwelche Probleme bereitet hat. Dann verstehe ich aber auch nicht, warum die Musik so episch ist. Episch. Episch. Gewinn. Es geht ganz schön voran hier gerade. Todespuppe. Aha, na toll. Ich brauch's die ganze Zeit zweites Mal, aber naja.